Super lecker. Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Online-Predigt hier am Schlossplatz 9. Ich möchte heute mal über den offiziellen Predigttext zum Sonntag Jubilate sprechen. Dieser Text hat einen besonderen Platz in der Bibel, denn er gehört zu den sogenannten Abschiedsreden von Jesus an seine Jünger. Die Abschiedsreden stehen in dieser Form nur in einem einzigen Evangelium, nämlich im Johannesevangelium. Es gibt hier in der Bibel insgesamt 4 Bücher, die alle so die gleiche Geschichte von Jesus erzählen und alle gipfeln dann in den Berichten von der Kreuzigung und von der Auferstehung. Jetzt könnte man fragen, ja, wieso gleich 4-mal? Naja, jedes dieser Bücher hat seinen eigenen Schwerpunkt, seine eigenen Nuancen und gemeinsam führen diese Bücher uns auch unterschiedliche Aspekte des christlichen Glaubens vor Augen. Wir befinden uns heute also im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium unterscheidet sich am stärksten von den anderen drei. Denn hier begegnet Jesus seinen Jüngern und auch uns Lesern nicht so sehr als der Zimmermann aus Nazareth, sondern da leuchtet jetzt schon überall der auferstandene Christus durch. Schon vor seiner Kreuzigung spricht Jesus hier also Themen an, die für alle Christen zeitlos relevant sind. Und obwohl das jetzt im Kreis der 12 Apostel gesagt wird, merkt man, oh, diese Worte, die schaffen diesen Sprung über die Jahrtausende wesentlich leichter als so manch anderer Bericht. Das ist typisch für das Johannesevangelium und darum mag ich dieses Buch in der Bibel auch ganz besonders. So, ich lese uns jetzt mal den Predigttext vor, Johannes Kapitel 15, Verse 1 bis 8. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ja, soweit dieser Bibeltext. Jesus hat oft sehr anschauliche Bilder gebraucht, um geistliche Wahrheiten zu beschreiben, wie hier das mit den Weintrauben. Das Wachstum einer Pflanze mit den Früchten, das kann jeder begreifen. Der entscheidende Punkt ist eine gute Versorgung mit den Nährstoffen und die wird natürlich nur dann funktionieren, wenn die Weinreben mit ihrer Wurzel mit dem Weinstock verbunden sind. Es ist vollkommen klar, dass eine Weinrebe ohne Wurzel funktioniert nicht. Sie vertrocknet und an ihr wachsen selbstverständlich auch keine leckeren Trauben. Soweit, so gut. Ich möchte mich heute gar nicht so lange bei diesem Bild aufhalten, obwohl wir nachher darauf zurückkommen, sondern möchte gleich mal zu ein paar Fragen übergehen, die mir so beim Lesen gekommen sind. Und vielleicht habt ihr ja auch die gleichen Fragen im Hinterkopf. Eine Frage, was heißt es eigentlich, an Jesus zu bleiben? Das ist ja der Dreh- und Angelpunkt dieses Bildes. Ich würde sogar behaupten, dass es hier um die entscheidende Mitte des ganzen Glaubens geht. Die Frage, ob und wie wir mit Christus verbunden sind, diese Frage ist alles andere als nebensächlich. Wenn man mal in die anderen Texte des Neuen Testamentes reinschaut, wird man hier eigentlich immer wieder mit der Nase draufgestoßen. Ganz extrem zum Beispiel im Epheserbrief von Paulus. Eine zweite Frage, die mir im Kopf rumgeht, ist, was kann ich eigentlich selber dazu beitragen, um Frucht zu bringen? Muss ich da irgendwas Bestimmtes tun oder auf was achten? Jesus redet hier von der Reinigung der Reben, von der Pflege des Weinstocks durch den Weingärtner. Und ja, damit kommen wir auch zu noch einer Frage.
Was meint Jesus mit dem Bild von den vertrockneten Reben, die ins Feuer geworfen werden? Sind die jetzt selbst dran schuld? Was ist da falsch gelaufen? Und dieses Bild kann uns vielleicht auch ein bisschen Angst machen und vielleicht fragen sich ja manche ja, wie kann ich das denn verhindern, dass ich sozusagen geistlich austrockne? Und muss ich mich dann sogar vor Gott fürchten? Schneidet der mich am Ende ab so mit der Heckenschere? Und wie kann ich auf eine geistlich gesunde Weise mit solchen Gedanken umgehen? Fangen wir also mit der ersten Frage an. Was heißt es, an Jesus oder in Jesus zu bleiben? Ist das so einfach, so selbstverständlich, wie es sich anhört? Nun, der Jesus von damals, der ist ja nicht mehr verfügbar. Wir haben es mit dem auferstandenen Christus zu tun. Das macht die Sache ein bisschen kompliziert, denn Christus, was ist das? Das ist ja nun nicht einfach irgendeine christliche Lehre, das ist kein Dogma, was wir einfach glauben sollen, sondern Christus ist Gott als unser Gegenüber. Und Gott tritt mit uns in Beziehung und macht sich für uns begreifbar in Jesus. Es zeigt sich auch an seinem Leben. Jesus hat sich gerade nicht nur als ein geistlicher Lehrer verstanden, sondern er war ja gerade deshalb so faszinierend, weil er mit allen Menschen in Beziehung getreten ist. Er hat dabei auch die normalen gesellschaftlichen Konventionen und Grenzen, die hat er außer Kraft gesetzt. Jesus war jemand, der keinen ausgeschlossen hat. Man könnte auch sagen, Jesus war mit allen auf höchstmögliche Weise verbunden. Er hat diese Verbindung hergestellt. Und er hat auch kaputte Verbindungen geheilt und hat Menschen geholfen, in diese Beziehung zu Gott wieder hineinzukommen. Und deshalb sprechen wir auch so oft von einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Ja, das ist so ein blumiger Begriff, aber er trifft es eigentlich ganz gut. Es ist schon etwas anderes, als wenn wir als Christen nur eine gemeinsame Überzeugung hätten. Da ist tatsächlich eine Verbindung zu Gott. Ja, wie können wir uns diese Verbindung denn heute vorstellen? Wir haben Jesus ja jetzt nicht mehr direkt im Wohnzimmer sitzen wie damals, ja, so, wo sie miteinander dann gegessen haben und geredet haben. Als Menschen fühlen wir uns oft eher von Gott so getrennt. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Vielleicht fühlen wir uns schuldig, weil wir ja wissen, dass wir viele Fehler machen. Ist ja alles nicht perfekt. Und das fällt uns schwer, Gottes Gegenwart in unserem Leben und natürlich auch dieser ganzen Welt so konkret wahrzunehmen. Oder was auch sein kann, wir haben vielleicht Verletzungen erlitten. Und vielleicht Verletzungen, die uns gerade von Christen zugefügt worden sind. Und wir fühlen uns außen vor. Obwohl wir schon gern dabei wären, aber das Gefühl passt nicht. Und vielleicht ist unser Bild von Gott, was wir haben, ist auch viel zu abstrakt, zu weit weg, sodass wir es gar nicht vorstellen können, diesem Gott da hoch oben oder weit weg in eine Beziehung treten zu können. Wie soll das gehen? Wie gesagt, es gibt da viele Gründe, weshalb wir uns von Gott getrennt fühlen. Das Besondere bei Jesus war, dass er alle diese Faktoren wirklich auch berührt und überwunden hat. Viele Christen denken bei Jesus ja zuerst vielleicht an die Kreuzigung und an die Vergebung der Sünden. Das ist auch sehr wichtig. Die Schuld, die wie eine Mauer zwischen uns und Gott steht, die ist von Jesus beseitigt worden. Und allein dadurch wird aber Gott noch nicht wirklich greifbar. Ja, so die Grenze soll weg sein, aber wie kommt es an Gott ran? Was vielleicht noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass Jesus nicht nur wahrer Gott, sondern eben auch wahrer Mensch war und ist. Jesus hat uns als Mensch vorgelebt, wie es aussieht, wenn man mit Gott vollkommen eins ist, ungetrennt. Er ist das wahre Ebenbild Gottes. Paulus nennt ihn dann logischerweise auch den zweiten Adam. Ja, in Athen, als Paulus in Athen war und dort zu den Philosophen und den Griechen gesprochen hat er die Beziehung zu Gott mal anders beschrieben mit den Worten, in Gott leben und weben und sind wir. Ja, so richtig philosophisch. Aber wenn ich jetzt doch nochmal zu dem Beispiel mit den Weintrauben zurückkomme, vielleicht ganz anders. Die Weintraube ist ja jetzt keine andere Pflanze als der Weinstock, aus dem sie herauswächst. Die ist ja nicht nur obendrauf gepfropft, sondern die wachsen ja aus dem Weinstock heraus. Sie haben biologisch
die gleiche DNA. Vielleicht hilft uns dieser Gedanke, um zu begreifen, wie sehr wir in Christus mit Gott tatsächlich verbunden sind. In Christus fließt seine Kraft durch unser Leben hindurch. Wir sind mit ihm eins. Seine DNA ist sozusagen in uns. Und weil Christus, weil Jesus Christus und weil Gott so eins sind, deswegen ist Gott in Christus mit uns eins. In Christus ist die Trennung, die wir so oft in uns fühlen, die ist überwunden. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen klarer, was das heißt, bleibt in mir und ich in euch. Die Beziehung zu Christus, das ist nicht wie eine Beziehung zwischen zwei ganz unterschiedlichen Wesen. Das ist jetzt nicht wie zwischen einem Mensch und seinem Haustier. Und ich würde sogar sagen, es ist noch nicht einmal wie zwischen zwei sehr guten Freunden, denn auch zwei Menschen sind ja erstmal getrennte Wesen. Sondern die Beziehung zu Christus, die verbindet und verwurzelt uns tatsächlich in dieser ursprünglichen Schöpfung Gottes. Wir sind geschaffen zum Bild Gottes. Die Bibel treibt diese Aussage sogar noch auf die Spitze, wenn sie diese Beziehung mit einer Ehe vergleicht. Das ist ja nun die Beziehungsform, in der zwei Menschen sich so im höchstmöglichen Maß aufeinander einlassen, auf allen Ebenen, geistig, seelisch, körperlich, intim. Eigentlich reicht dieses Bild gar nicht aus, aber es hilft einfach zu verstehen, dass wir in Christus mit Gott vollkommen verbunden und versöhnt sind. Vielleicht wird jetzt auch so ein bisschen der logische Umkehrschluss verständlicher. Getrennt von Christus, da leben wir letztlich in der Trennung von der Quelle unseres Lebens, mit all den Konsequenzen. Aber welche Konsequenzen hat es denn, wenn wir in Christus sind? Christen verstehen sich ja auch als Nachfolger Jesu. Es sollte klar sein, dass es hier nicht um eine abgedrehte Philosophie geht, sondern hier geht es um Realität. Und diese Realität hat unbedingt Auswirkungen auf unser praktisches Leben. Im letzten Satz von dem heutigen Predigttext hieß es, ich lese das nochmal, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger, sagt Jesus. Also er sieht seine Jünger nicht so als ein paar Statisten, die ihre Rolle jetzt schon gespielt haben, sondern die Frucht, um die es ihm geht, die wird sich in ihrem Leben weiter und fort entwickeln. Jüngerschaft ist das Gegenteil von einer rein formellen Zugehörigkeit. Man kann nicht Jünger Jesu sein, wie man Mitglied im ADAC ist. Das geht nicht. Jüngerschaft ist ein dauerhafter Energiezufluss wie der Lebenssaft im Weinstock. Ein anderes schönes Bild bekomme ich gerade öfters mal vor Augen geführt. Meine Frau näht gerade mit großer Leidenschaft bunte Stoffmasken für die Corona-Zeit. Also eine Nähmaschine ist ja eine geheimnisvolle Sache. Ich blicke da nicht wirklich durch, wie die ganzen Fäden da hoch und runter und links und rechts und drumherum laufen. Aber irgendwie kommt ein Faden von oben und einer von unten und die werden miteinander verschwurbelt und es geht. Aber eins ist selbst mir klar, wenn oben auf der Maschine keine Rolle mit Faden ist und wenn der nicht mit der Nadel verbunden ist, dann gibt es auch keine Naht. Ja, wenn man dann die Maschine anwirft und dann losrattern lässt, dann sticht die Nadel zwar ganz viele tiefe Löcher in den Stoff, sieht total professionell aus und schnell, aber es kommt nichts mehr raus. Wenn wir mit Christus verbunden sind, das ist vielleicht so wie mit dem Faden, der richtig eingefädelt ist. Dann bewegt sich nicht nur was, sondern dann kommt auch was Gutes bei raus. Und am Ende, da kommt es nicht drauf an, wie toll die Maschine funktioniert hat. Es kommt nicht drauf an, wie schnell die gerattert hat, sondern es kommt drauf an, ob im Stoff jetzt tatsächlich ein Faden drin ist. Einer, der zusammenhält. Es wäre natürlich vollkommen zweckfrei, wenn ich mir jetzt eine Nähmaschine kaufe und den Faden alles richtig einfädle, alles richtig bediene, aber niemals etwas damit nähe. Also zurück zu Jesus, mit ihm verbunden sein, das trägt in sich immer schon ein Ergebnis, ein Wachstum, eine Frucht. Man kann gar nicht mit Jesus verbunden sein und am Ende kommt nichts bei raus.
Das kann einem bei einer Nähmaschine passieren, ja, wenn man sie nicht benutzt. Bei Jesus ist das unmöglich. Seine Kraft fließt und sie wirkt. Jüngerschaft passiert. Es geht gar nicht anders, wenn wir an ihm dranhängen. Vielleicht noch ein wichtiger Gedanke. Auch bei einem Weinstock, da hängt ja nicht nur eine einzige Rebe dran oder eine einzige Traube, sondern viele. Mit Christus verbunden sein, das heißt ja auch mit anderen Christen verbunden sein. Für viele ist das total wichtig und wir haben das in der Zeit der sozialen Isolation mit Corona wahrscheinlich viel dringlicher vor Augen geführt bekommen als sonst. Wir brauchen einander. Unsere menschliche Verbindung, die ist doch so wichtig, die ist auch sehr viel konkreter, die ist viel spürbarer, als wenn ich jetzt dauernd von Gott spreche, weil Gott begegnet uns immer auch im Anderen, im Du. Jesus hat nicht umsonst gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dietrich Bonhoeffer hat mal geschrieben in seinem Buch Gemeinsames Leben, der Christus in meinem eigenen Herzen, der kann schwach sein. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders oder der Schwester. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Andere Menschen stehen uns konkret vor Augen. Ihre Worte sind nicht nur so Ahnungen, die ich jetzt von Gott habe, sondern das sind klare Worte, das ist Sprache, die ich verstehe. Und darum ist die Verbundenheit mit anderen Christen so wichtig. Dort begegnet uns Christus auf eine sehr direkte, auf eine greifbare Weise. Und wenn man den Johannestext jetzt mal ein paar Verse weiterlesen würde, dann steht auch sofort als nächstes, dass wir einander lieben sollen. Da geht es um die Gemeinschaft. Ja, kommen wir langsam zur zweiten Frage. Was kann ich also dazu beitragen, in Christus zu sein und zu bleiben? Diese technischen Bilder jetzt von Nähmaschine und so, die taugen hier natürlich nicht. Bei einer Nähmaschine muss ich ja selber darauf achten, dass der Faden richtig läuft und richtige Spannung und so weiter. Es ist ja auch ein beziehungsloses Bild. Aber bei Jesus geht die ganze Lebenskraft von ihm aus. Wir denken manchmal, wir müssen das machen. Dabei hängen die Reben doch einfach nur am Weinstock. Jesus spricht hier von der Reinigung der Reben. Und der Witz daran ist, nirgendwo im Text, nirgendwo steht, dass eine Rebe sich selbst reinigen soll. Steht einfach nicht da. Wir Christen, wir haben manchmal so ein richtiges Gedöns um die Frage der Reinheit gemacht. Steht nicht da. Wenn wir mal schauen, wer in diesem Text für die Reinheit zuständig ist, dann sind nicht wir das, sondern der Vater, der Weingärtner. Und es ist Christus selbst, der uns rein gemacht hat. Durch sein Wort. Wörtlich sagt er, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ich glaube, dass wir Christen manchmal viel zu viel Energie darauf verschwenden, den sprichwörtlichen Faden einzufädeln, für den wir gar nicht zuständig sind, und diese Verbindung zu Jesus auf Hochglanz zu polieren, damit es auch alles schön aussieht. Vielleicht sollten wir uns manchmal daran erinnern, dass Jesus diese Trennung überwunden hat. Er hat es gemacht. Er hat die Trennung überwunden. Die Verbindung steht. Du darfst einfach anfangen. Und um die Reinheit kümmert sich Gott. Kümmert sich er selber. Bleib einfach ausgerichtet auf ihn, von dem dir alles zufließt. Und die Frucht wächst. Mehr können wir nicht tun. Das ist auch schon genug. Ja, vielleicht noch ein Gedanke zu dieser dritten Frage. Was meint Jesus denn jetzt mit dem Bild von den vertrockneten Reben, die ins Feuer geworfen werden? Hinter dieser Frage steckt vielleicht die Angst vor einem unfruchtbaren Leben. Mit dieser Angst werden dann auf einmal diese Wörter wie Reinheit oder Frucht, die werden auf einmal zu so Prüfsteinen, ob ich auch ein guter Christ bin. Ob ich überhaupt ein Christ bin. Wer ist denn da auch Frucht? Wichtige Frage, aber vielleicht hilft es, sich nochmal klar zu machen, dass Frucht und Reinheit nicht von uns selbst bewirkt werden können. Es ist Jesus selbst, der das in uns wirkt. Christus befreit uns
vom Müssen zum Können. Nichts ist schrecklicher, als wenn wir vor Gott etwas tun müssten, was wir gar nicht tun können. Also die Herausforderung, als Nachfolger zu leben, diese Herausforderung kann doch immer nur so groß sein, wie die Kraft, die uns von Christus her zufließt. Wer muss sich dann eigentlich Sorgen machen? Eigentlich nur die, die meinen, sie bräuchten Jesus gar nicht. Diejenigen, die getrennt von Christus selbst Frucht bringen wollen und die meinen, sie würden das auch so schaffen, die sollten sich in der Tat Sorgen machen. Alle anderen dürfen sich voller Hoffnung auf die reinigende Gnade Gottes und auf die Kraft von Christus verlassen und fröhlich leben in ihm, und die Frucht, die wird wachsen. Vielleicht kann es hier die alte Weisheit der Ordensleute helfen, um diese beiden Aspekte zu verbinden. Bete und arbeite. Kontemplation und Aktion. Empfangen und weitergeben. Wir erarbeiten uns nicht die Erlösung, sondern wir arbeiten als Erlöste. Wir schauen auf Christus und auf seine Kraft und dann leben wir darin, voller Zuversicht, dass alles von ihm gewirkt wird. So, in diesem Sinn geht Jesus dann so weit, dass er einen ganz krassen Satz sagt. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Dieser Satz, der kann ja nur richtig verstanden werden, wenn wir den ersten Teil voll und ganz verinnerlicht haben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Also Gott ist nicht der Erfüllungsgehilfe unserer eigenen Wünsche, sondern wenn wir mit Christus eins sind, dann wird unser Wille auch eins sein mit seinem. Wie anders könnte Gott sonst ein Gebet erhören, wenn es nicht Halt findet in seinem Willen? Vielleicht ist das auch ein Tipp, wenn wir ein dringendes Gebetsanliegen haben. Natürlich können wir Gott jederzeit um alles bitten. Ganz klar, das sollen wir auch tun, das ist vollkommen okay. Ich finde es hilfreich, ein solches Gebet, ein dringendes Herzensanliegen, zu beginnen, indem ich mich ganz bewusst auf Christus ausrichte, indem ich versuche zu verstehen, Jesus, was ist dein Wille? Und ich versuche, mich eins zu machen mit ihm. Und vielleicht auch mit anderen Christen bewusst eins werden und dann sich gemeinsam auf Christus ausrichten. Ja, soweit einmal zu den Fragen, die mir so zu diesen Bibeltexten in den Sinn gekommen sind. Ich hoffe, dass ihr auch ganz eigene Fragen dazu habt und dass ich euch ein wenig inspirieren konnte, weiter darüber nachzudenken. Am Ende möchte ich einfach einen Vorschlag machen, dass wir dieses Bild von Jesus als Weinstock, dieses Bild mal mitnehmen in die nächste Woche. Vielleicht finden wir mal Gelegenheit, ein paar Minuten darüber einfach still zu werden, zu meditieren, tiefer nachdenken. Mir tut es echt gut, mich als so eine Rebe zu sehen, die einfach dranhängen darf an Christus. Dass ich lerne, nicht so sehr auf mich selbst zu schauen, meine scheinbare Vollkommenheit, die ich sowieso nicht habe, und ob ich alles richtig mache, was ich sowieso nicht tue, sondern dass ich lerne, einfach alles von ihm zu empfangen und zu erwarten. Und was ich vielleicht an Frucht bringe oder nicht, sondern dass ich mehr und mehr dankbar werde für alles, was mir von Gott her zufließt. Seine Liebe und Gnade, seine Kraft. Und darin darf ich leben, das tut gut. Da kann ich getrost sein und voller Hoffnung. Gottes Gnade und Friede sei auch mit euch. Amen.